Jo, was geht ab, Fitnessfreunde? Vielleicht erinnert ihr euch, ich habe euch schon mal vorgegaukelt, dass ich die 125 Kilo gedrückt habe. Das habe ich euch leider noch nicht bewiesen, aber heute trifft es sich gut. Heute werde ich es euch beweisen, falls ich durch meine Definition keine Kraft verloren habe. Also ich bin selber gespannt. Wenn ich die 125 drücke, dann bin ich gleich stark geblieben. Ich bin irgendwie ein Fan davon geworden, vom Powerlifting. Ich mache das ab und zu sehr gerne. Weil das geht einfach richtig auf Kraft. Ich bin zwar immer noch hauptsächlich ein Bodybuilding-Fan, aber Powerlifting baue ich ab und zu gerne in mein Training ein. Und heute werde ich so einen Tag machen, also nur Maximalwiederholungen, um zu sehen, wie stark ich noch bin, ob ich Muskelmasse verloren habe oder nicht. Und ihr habt mir im letzten Video geschrieben, ich sollte enger greifen, aber guckt mal bitte auf diese Bank hier. Wie soll ich hier enger greifen, ja? Das hier sind extra Griffe vorgemacht, wenn ich hier greife, das ist zu eng, genau hier sind diese Dinger und wenn ich hier dran greife, dann will ich mir nicht beim Hinlegen meine Hände einklemmen, deshalb muss ich einfach hier greifen, anders geht das hier nicht bei dieser Bank zu Hause oder im McFit, da greife ich natürlich immer etwas weiter eng, das finde ich persönlich sogar auch besser. Leider, da hier das hier so ein selbstgemachtes Gym ist, weiß ich nicht, wie schwer die Stange tatsächlich ist. Ja, ich weiß, dass hier McFit 20 Kilo wiegt, aber ich schätze, hier wiegt die nicht ganz 20 Kilo, vielleicht 10 oder 15. Ich glaube nicht, dass eine Bankdrückstange unter 10 Kilo wiegt, aber wir legen das heute einfach mal auf 10 Kilo fest. Kann also sein, dass mein Maximalversuch plus minus 5 Kilo ausfällt. Aber ich schätze mal, die Stange wiegt 10 Kilo und damit werde ich jetzt arbeiten.